Hallo zusammen! In diesem Video wollte ich euch vorab mal informieren, wieso dieses Video nicht so eine tolle Qualität hat wie die anderen Videos. Das liegt daran, dass vor ein paar Tagen mein Laptop den Geist aufgegeben hat. Und zwar bin ich hoch in mein Zimmer und ganz plötzlich war da eine blaue Meldung und dort stand dann schwerer Fehler. Und das hat mich sehr beunruhigt. Dann sind wir zu unserem Anbieter und der wird es erstmal überprüfen, was da überhaupt los ist. Und ich befürchte schon das Schlimmste, weil mein Laptop wirklich schon 6 bis 8 Jahre alt ist. Und ich denke, nach einer Zeit braucht man einfach mal einen neuen. Und er ist wirklich alt. Das ist mein erster Laptop. Und ja, ich hoffe, dass alles gut ausgeht. Auf jeden Fall werde ich euch auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, dass die Videos auf meinem iPhone doch ganz gut sind von der Qualität und wir fangen mal an. Und zwar möchte ich in diesem Video ein kurzes Face of the Day machen, damit es nicht ganz so kurz ist. Und ja, mein Face of the Day besteht großenteils nur aus dieser Naked Palette von Urban Decay. Und ja, welche Farben ich benutzt habe, möchte ich euch auch kurz zeigen. Auf dem kompletten beweglichen Lid habe ich die Farbe Foxy aufgetragen, darüber nochmal die Farbe Half-Baked gegeben und in die Lidfalte habe ich dann Bursted aufgetragen, also die fast dunkelste Farbe. Das war schon zu meinem Augen-Make-up. Dann trage ich in meinem Gesicht die Powder Foundation von Urban Decay. Eine sehr, sehr schöne Verpackung und das ist die Farbe Illusion und ja, dementsprechend ist sie auch schon ziemlich benutzt, aber was soll's, sie soll ja nicht nur rumstehen. Und auf meinen Lippen trage ich heute mal zur Abwechslung roten Lippenstift. Zuerst einmal habe ich mit meinem Lip Liner von Sanssouci die Kontur nachgemalt. Das ist die Farbe 11 Burgundi. Und bin erstmal so außenrum. Hab die Lippen damit ausgemalt. Es dient auch als super Base. Und ja, dann bin ich mit diesem P2 Lippenstift nochmal drüber gegangen. Das ist so ein kühler, dunklerer Rotton. Das ist die Farbe 090 Red Square. Und ja, ich finde, das sieht ganz schön aus. Dazu habe ich passende Fingernägel und zwar gibt es von Art Deco so Mini-Nagellacke in Rot. Und ich finde die so süß. Und zwar sind es diese beiden hier. Und ich trage die dunklere davon. Das ist die Farbe 17. Und ja, so schaut es aus. Auf diesem Nagel, da war ich heute im DM und habe ihn einfach mal so zum Testen aufgetragen. Einen limitierten Essie-Nagellack. Das ist so ein schöner Rose-Gold-Ton. Ich finde es ganz witzig auf einem Nagel, aber kaufen würde ich mir den Nagellack jetzt nicht unbedingt. Aber was total süß ist, schaut euch die Nagellacke an. Total, total süß. Also sehr klein, so lang wie mein kleiner Finger. Genau, da. Da seht ihr das. Also richtig cool. Und als Bronzer oder Rouge habe ich mein Mineralized Skin Fish Finish in der Farbe Comfort von MAC benutzt. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Mineralizer. Ja, das war's soweit. Ansonsten trage ich ein rostkupferfarbenes Sarah-Shirt. So sieht es aus. Und dann trage ich noch einen Gürtel mit so einer Silberschnalle. Passt ganz gut zu meinen Armbändchen. Und ja, eine schwarze Hose. Das war's dann schon. Und ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Und ja, bis zu meinem nächsten Video. Noch einen schönen Abend oder Tag, wie auch immer. Bis dann.